Du hast ja vorhin gesagt, du folgst der Facebook-Seite von unserem Digi-Stammtisch. Hast du eigentlich auch noch andere Accounts von anderen sozialen Netzwerken? Ja, ich habe ein Twitter-Konto. Ich lese das deutlich öfters und folge vor allem auch sehr bekannten Personen. Und du? Ich bin mehr auf Instagram, weil das sind alle meine Freundinnen und Freunde. Und, schau mal, da gibt es total coole Filter. Das schaut aber sehr unrealistisch aus. Heutzutage gibt es viele verschiedene soziale Netzwerke. Die Benutzerinnen und Benutzer, also die Userinnen und User in den sozialen Medien, bilden deren Community. Soziale Medien vereinen oft verschiedene Funktionen auf einer Seite. So sind sie gleichzeitig eine Art Forum, Informationsplattform und Bewertungs- und Auskunftsportale. Man kann auf sozialen Medien Fotos und Videos teilen, Fragen stellen, seine Meinung kundtun, aber man kann zum Beispiel auch etwas bewerten. Die Informationen in sozialen Netzwerken sind allerdings immer mit etwas Vorsicht zu genießen. Jeder kann einfach Inhalte teilen, ohne dass überprüft wird, ob diese auch wirklich korrekt sind. Soziale Netzwerke geraten auch immer wieder wegen mangelndem Datenschutz unter Kritik. Sind die Daten der Nutzerinnen und Nutzer ja die Ware schlechthin? Als Nutzerin oder Nutzer muss man sich ebenso genau überlegen, welche Daten man wirklich über sich preisgeben möchte und mit der Öffentlichkeit teilen möchte. Soziale Netzwerke verdienen ihr Geld auch über Werbeeinschaltungen. Sie sammeln also Informationen über Userinnen und User und präsentieren ihnen personalisierte Werbung. So etwas ist mir auch vor kurzem passiert. Ich wollte meiner Tochter ein Technikset zum Geburtstag kaufen und habe ein wenig gegoogelt, was ihr da gefallen könnte. Und am nächsten Tag hatte ich ganz viel Werbung auf Facebook. Irgendwie gruselig, aber ich finde, damit muss man leben. Für mich haben soziale Netzwerke einfach viel mehr Vorteile als Nachteile.